Ich begrüße Sie zu Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz. Falls Sie an diesem Wochenende schon in die fünfte Jahreszeit eingetreten sein sollten, dann hieß die oberste Devise warm anziehen. Das ist ja schon der letzte Herbstmonat und das Wetter passt eigentlich ganz gut dazu. Viel Wolken, Regen und das Einzige, was bisher gefehlt hat, waren diese ständigen Nebelwetterlagen, wo sich der Nebel zum Teil überhaupt nicht aufgelöst hat. Ansonsten aber, wie gesagt, hatten wir zumindest frische Luft, die auch gut durchmischt war. Und diese Wetterlage scheint ja auch noch so ein bisschen weiterzugehen. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal etwas genauer an. Sie ist gekennzeichnet durch Tiefdruckgebiete, die einen ständigen Wechsel aus Sonne, Wolken, Regen und Wind bringen. Das sieht man auf dem Satellitenbild von Samstagmittag über Deutschland besonders gut. Die Wolken fast wie auf einem Streuselkuchen verteilt, also nicht komplett dicht, sondern auch immer wieder mal einige sonnige Momente dazwischen. Von Süden mal ganz kurz Wetterberuhigung, aber das nächste Tief von Südwesten her, das wartet schon. Ja, und dementsprechend startet der Sonntag relativ kühl und bleibt auch kühl. 9 oder 10 Grad, das höchste der Temperaturgefühle. Anfangs noch trocken, am Nachmittag von Südwesten her wieder leichter Regen. Neuer Regen ist ein Zeichen dafür, dass sich das nächste Tief nähert. Der Wind nimmt zum Montag kräftig zu. Aber er kommt aus Südwesten, transportiert damit deutlich mildere Luft wieder zu uns. Und deswegen wird es mit 11 bis 15 Grad deutlich milder als Sonntag. Aber eben regnerisch und windig. Vor allem nachmittags, auch mit starken Windböen, kräftigen Schauern, vereinzelt Gewittern, aber auch wieder mehr sonnigen Lichtblicken. Der Dienstag, der sieht ganz ähnlich aus. Mild, windig, kräftige Schauer. Und vereinzelt auch Gewitter möglich. Eine Änderung der Wetterlage ist derzeit nicht in Sicht. Die Vorhersage für Mittwoch zeigt, dass wir von vielen Tiefs umgeben sind. Hoher Luftdruck, der von Süden her immer wieder mal Versuche startet, wird vom nächsten Tief schnell wieder verdrängt. Also stellen wir uns weiterhin auf wechselhaftes Wetter ein. Selbst in den Alpen gab und gibt es ja bisher nicht allzu viel Schnee. Zum Ende der Woche könnte es kühler werden. Das zeigen zumindest die Modellläufe für die Wetterentwicklung in der nächsten Woche. Aber das warten wir erstmal ab. Stattdessen beschäftigen wir uns wieder mit unserer Gesundheit und Dr. Gerhard. Man staunt ja eigentlich, wie komplex und wie umfangreich unser Immunsystem arbeitet. Und damit geht es ja heute bei dir auch noch mal weiter, Doc. Ja, Inge, es geht weiter mit dem Immunsystem. Das ist ein großes Kapitel. Wenn ich das so machen würde, wie ich das im Studium gelernt habe, da würde das ja ein halbes Jahr dauern. Okay, also Immunsystem geht weiter. Und wir haben heute das Thema fleißige Helfer im Einsatz. Da sieht man es auch schon, unsere Abwehr wird von vielen Organen, Helfern geunterstützt. Unterstützt. Das ist also wichtig. Da gibt es einmal das Knochenmark. Da sind Stammzellen drin, wie zum Beispiel im Inneren des Brustbeins, hier Brustbein, dann den Rippen, Beckenknochen im Beckenbereich. Und die bilden lebenslang Abwehrzellen oder Immunzellen, B-Zellen. Das sind also, gibt es da ganz verschiedene Formulierungen, wovon wir circa 1 Billion haben. 1 Billion. Ja, schon eine ganze Menge. So. Also erstens Knochenmark. Dann die Lymphknoten. Viele erschrecken ja bei Lymphknotenschwellungen. Wenn Sie das jetzt hören, dann sagen, ach so ist das. Ja, dann können die ruhig mal geschwollen sein. Ja? Also in ihnen toben richtige Abwehrschlachten. Ja? Da kämpfen ein Kampf gegen die Krankheitserreger, gegen Gifte und alles, was es da so gibt. Die Erreger sind erkannt worden und dann in den Lymphknoten finden dann eben die Kämpfe statt. Das kann sich natürlich auch mal bemerkbar machen durch geschwollene Lymphknoten. Das ist etwas ganz Normales, das tut dann auch mal weh und ist aber dann nicht weiter schlimm, wenn die Schwellung wieder weggeht.
Man sagt, so 6 bis 8 Wochen kann man ruhig mal zuwarten, bis die Lymphknotenschwellung zurückgeht. Auf jeden Fall mit dem Arzt, der Ärztin darüber sprechen und dem zeigen, der tastet und dann eben auch kontrollieren. 300 bis 700 solche Lymphknoten, die verteilen sich über unseren Körper, und ein Netz aus Lymphbahnen verbindet dann die Lymphknoten untereinander. Ja? Ich stecke dann der Dünndarm, ist auch ein fleißiger Helfer. In der Schleimhaut, da befinden sich die Hälfte der Abwehrzellen, Immunzellen, Abwehrzellen, das ist nur einfach der deutsche Begriff. Sie bekämpfen Giftstoffe und Erreger, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen. Der Dünndarm fängt ja nach dem Magen an. Kommt der Zwölffingerdarm, der zählt bereits zum Dünndarm. So, Mandeln, das wissen viele von uns, sie verteidigen uns gegen Erreger, die über den Mund und Nase aufgenommen werden. Wir sitzen ja hier hinten im Hals und helfen dann bei der Abwehr. Es sind insgesamt 4 Mandeln. Da finden eben ähnlich wie in den Lymphknoten auch diese Abwehrkämpfe statt. Dann Thymus. Thymus ist ein Organ hinter dem Brustbein. Brustbein spielt immer wieder eine Rolle. Also hinter dem Brustbein liegt Thymus. Thymusorgan bildet sich nach der Pubertät langsam zurück. Da reifen aber verschiedene T-Zellen. Das kann ich jetzt nicht alles erklären, was T-Zellen sind. Die heißen eben einfach mal T-Zellen. Ja. Reifen da verschiedene T-Zellen daran. Da gibt es zum Beispiel die T-Killer-Zellen, wie der Name schon sagt, die virenbefallene Zellen abtöten, die killen die. Dann gibt es die T-Helferzellen, die unter anderem wiederum B-Zellen alarmieren, sowie regulatorische T-Zellen, die Angriffe auf körpereigenes Gewebe unterdrücken. Das ist der Thymus, Thymusdrüse. Und last but not least, die Milz. Die Milz, sie speichert Immunzellen. Bei Bedarf wandern sie über das Blut dorthin, wo sie gebraucht werden. Also wenn da irgendwo was los ist, eine Entzündung, dann werden diese gespeicherten Zellen von der Milz freigegeben und dann dorthin transportiert. Außerdem fangen Fresszellen in der Milz etwa Bakterien im Blut ab und verdauen sie. Deswegen sagt man auch Fresszellen. Verdauen sie, machen sie damit unschädlich. Also das sind die fleißigen Helfer. Und das ist eben wichtig zu wissen, dass es die gibt. Gehört alles noch zum Immunsystem. So, dann haben wir es nächst fürs nächste Mal nur noch das Thema, diese Impfungen helfen unserem Immunsystem. Ist ein großes Kapitel. Ich hoffe, ich habe Sie da nicht mit überfordert. Sie können sich auch nochmal im Ganzen anschauen. Man kann es nicht im Detail alles erklären. Aber ich glaube, es ist schon so ein Eindruck, Sie konnten schon so ein einiger empfinden, nachempfinden, wie umfangreich dieses System funktioniert. Es ist schon toll, wie unser Körper funktioniert. Ja? Und wenn eine Störung da ist, dann kann es gleich Auswirkungen haben auf unsere Gesundheit. Aber davon wollen wir nicht reden. Wir wollen unser Immunsystem jetzt etwas besser, können das jetzt etwas besser verstehen. Auch die Organe, die da eine Rolle spielen, dann noch die Impfungen. Und können dafür sorgen, dass unser Immunsystem immer gut arbeitet. Ja, in diesem Sinne ist wieder eine herbstlich kühle, feuchte Woche steht vor uns. Da brauchen wir wieder ein gutes Immunsystem. Machen Sie es gut. Und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund. Tschüss.